Ich begrüße euch vom Fender. Ich bin jetzt gerade hier oben angekommen. Es ist kurz nach sieben, viertel nach sieben. Das ist so eine wunderbare, durchdringende Stille, die man hier jetzt erfahren kann, weil es sind gar keine Touristen jetzt hier, so früh morgens, da ist man ganz alleine hier und kann die Stille, die innere Stille und die äußere Stille erfahren. Genau genommen ist das eine Stille. Es fällt auf, wenn denn Touristen da sind, wenn also mehr Schwingungen, Turbulenzen da sind, dass dann diese Turbulenzen die Gedanken die Laute, die man hört, die Gespräche, dass es alles in einem selbst stattfindet. Und da ist die innere Stille, in der dann die äußeren Schwingungen, die Laute, alles, auch die Natur, die auch in einem ist, die Berge, die Häuser, die Leute, alles ist in dieser einen Stille enthalten. Das ist natürlich schön, wenn man auch die äußere Stille hat. Das ist ja noch etwas mehr. Man spürt die Natur viel, viel mehr. Und das merke ich auch, wenn ich den Fender besteige, diese 164 Meter und jetzt hier oben, ich bin jetzt ganz oben, da wo auch Jesus am Kreuz ist. Das ist auch so, auch ich mache das so oft, weil ich erstmal sehr früh aufstehen war, und aber auch ist so schön, niemand zu begegnen. Und wenn man so früh den Fender besteigt, dann begegnet man höchstens so zwei, drei Leute, was sich nachher um sieben oder um acht dann völlig ändert, insbesondere wenn die Sonne scheint. Und auch da, Fender besteigen ist für mich, wenn ich das jetzt so nenne, Fender, ich besteige den Fender, das betrifft jeden von uns, alle, jeder hat so seinen eigenen Fender. Und das heißt, jeder hat seine eigene Herausforderung, sein eigenes Erlebnis. Und aber was ich auch spüre und vergleiche, wenn ich sehe, wie ich das erste Mal den Fender bestiegen habe, wie anstrengend das war und ich immer wieder stehen bleiben musste, weil der Atem wegging und das Herz am Rasen war und die Energie nicht da war. Und dann brauchte ich eine Stunde 45 Minuten. Aber die Stille war da nicht weg. Die Stille, die war immer mit. Und ich habe genau gemerkt, dass alles genau richtig war. Weil wenn die Stille da ist, alles geschieht aus der Stille. Und dann
dann ist es auch so, dass man sich darauf einstellt, automatisch, ohne, ich merke immer mehr auch, das ist so, dass man gar nichts macht. Man macht nichts. Und wenn das Herz am Rasen ist, dann geht man runter mit der Geschwindigkeit, dann geht man langsamer. Und wenn es wieder besser ist, dann geht man wieder schneller und auch für die Füße. Man spürt so den Druck oder auch so die Waden, die Muskeln, wenn die jetzt etwas ermüdet sind. Da stellt sich überall das Natürliche ein, ohne dass man sich anstrengt. Das klingt zwar sehr anstrengend, aber ich spüre, das wird immer leichter, leichter, leichter. Und das ist auch ein Ja zu sagen. Ein Ja mit der Erfahrung. Auch das Ja zu sagen, ich mache das. Und das betrifft auch euch oder jeden. Überall haben wir unseren Fender, überall sind dann so manchmal Hindernisse zu überwinden. Und je unschuldiger wir dabei sind, je stiller wir dabei sind, so ganz im Frieden mit uns selbst, dann merken wir, dass alles perfekt ist, dass alles so illusionär ist. Je mehr wir Ja sagen können, egal ob es jetzt der Fender ist oder in der Familie Dinge zu bewältigen sind, Beruf, wo man sagt, oh, ich muss mich so anstrengen und so, um Erfolg zu haben. Kinder an der Schule, Studenten an der Uni, überall müssen wir den Fender besteigen. Und wenn wir in uns selbst ruhen, wenn wir in uns selbst die Stille haben, dann spüren wir, dass wir nach dem Gesetz von Aktion gleich Reaktion immer spontan mit dem sind, was gerade ist. Und wir machen dann immer genau das, was notwendig ist. Der erste Schritt ist also, um dahin zu kommen, dass wir evolutionär sind, dass wir im Fluss des Lebens sind. Da ist es einfach notwendig, dass wir in uns selbst die Stille realisieren. Und die Stille behalten. Egal wie der Fender sein mag, ob er hoch ist oder niedrig ist. Die Aufgaben, die wir haben, die wir zu bewältigen haben. Egal wie groß die sind, wie schwierig, das Entscheidende ist, dass wir in unserer eigenen Stille bleiben. Und ich merke das ja auch bei mir selbst, in all den Jahren, wo ich die TM, die transzendentale Meditation praktiziere, dass es nicht gleich am Anfang so ist, dass wir so in der Stille sein können, aber mit der Zeit immer mit dem Eintauchen in die Stille und dann diese Stille, ohne dass man sich anstrengt, sich bemüht, die Stille mit in die Aktivität nimmt, dann passiert genau das, was ich gerade erwähnt habe, wie ich das jetzt auch jetzt hier wieder ganz stark erfahre, dass alles perfekt ist. Jeder Schritt, um jetzt den Gipfel zu erreichen, ist dann perfekt. Für den Geist, für den Körper und für die Umgebung. Alles ist im Fluss der Evolution.
Und da gibt es keine Anstrengung, da gibt es kein Wollen, so, ich muss das Ziel erreichen. Ich denke überhaupt nicht dran, wenn ich den Fender besteige, dass es da ein Ziel gibt. Es geschieht einfach, ohne sich zu bemühen. Man spürt, dass es so automatisch geht. Und auch, was anfangs so schwer war, so, wie ich es beschrieben habe, so Atem, Energie, Füße, ich jetzt auch schon ein paar Mal barfuß raufgelaufen in Fender. Jeder sagt, boah, das geht doch gar nicht, die vielen Steine und die Felsen und der Asphalt und alles, was da so auf der Strecke ist, diese Steinbrocken, kann man doch nicht zu Fuß gehen. Aber das ist, wenn man die Idee hat, und so war das bei mir auch, dachte ich, war so eine Fußreflexzonenmassage müsste ja perfekt sein hier, wenn man den Fender hochgeht. Und dann traf ich jemanden, der lief da barfüßig hoch. Das war der Einzige, es sind ja so viele Leute hier. Und dann sagte ich, ja, wie schaffen Sie das und wie haben Sie das geschafft, überhaupt da hinzukommen? Er sagt, er macht das schon seit 4 Jahren, geht immer barfuß. Zieht die Schuhe an und sagt, das ist so ein anderes Gehen und so ein großes Erlebnis. Und dann sagt er, mach es doch einfach. Lass deine Schuhe im Auto, wusste ich, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin, von Lindau nach Bregenz. Und dann, ja, lass die Schuhe im Auto und nimm den Pflaster mit, falls du meinen Fuß ritzt, und geh. Und die Information hat für mich gereicht. Dann bin ich am nächsten Tag barfuß den ganzen Fender hochgelaufen. Und das war auch erst wieder so eine Herausforderung. Und aber durch die Stille, die da ist, und dann einfach gehen, den Körper gehen lassen. Einfach der Beobachter sein, wie die Füße genau dahin gehen, wo es angenehm ist für die Füße, so angenehm wie möglich ist, oder das Beste immer, dass immer der Schritt so ist, dass man immer die bestmögliche Variante hat, um zu gehen. Und damit möchte ich ausdrücken, dass für euch und für jeden, weil die Anforderungen sind alle unterschiedlich im Leben, und auch die Probleme, die man zu bewältigen hat, alles. Und da diesen Schritt, also so zu gehen, dass man immer den richtigen Schritt hat. Und das können wir, jeder kann den richtigen Schritt gehen, im Beruf, während des Studiums, in der Schule, ganz egal wo. Wir können immer den richtigen Schritt gehen, wenn wir im Jahr sind. Und wie kommen wir im Jahr ins Jahr? Das nicht vom Kopf. Wir kommen ins Jahr, indem wir aus unserem Kopf gehen. Besser gesagt, indem wir aus allem, was uns beschäftigt, alles, was wir gelernt haben, alles, was wir gehört haben, dass wir da rausgehen, dass wir das transzendieren. Und das ist gut, wenn man das zumindest 1-2 Mal am Tage erlebt hat, dass man ohne Anstrengung sein kann, ohne dass man etwas will, ohne dass man sich bemüht, dass man zumindest diese 2-mal am Tage, wie ich es auch mein ganzes Leben eigentlich gemacht habe, seit 1972, mich immer, später war es noch länger, längere Zeit, nicht nur 20 Minuten, so drauf einlassen, nichts zu tun. Die geringste Anstrengung verhindert, dass du in diesen Zustand des Nichtstuns kommst. So war das bei mir. Und wenn man wirklich
sich da fallen lässt. Und das kann man mit dem Mantra, was ich habe, da denkt man ja auch, das ist ein Tun, das Mantra-Denken. Nein, das ist, wenn ich nichts tue, da kommt mein Geist, also nichts mit dem Mantra mache und das Mantra keine Bedeutung hat, da kommt mein Geist durch das Mantra in so einen Zustand des Nichtstuns. Und wenn das so ist, wenn ich mich da nicht reinmische, dann geht mein Geist ganz automatisch mehr in die Stille. Oder anders gesagt, ich erfahre, dass mein Denken sich verfeinert. Und diese Verfeinerung, ohne dass ich das will oder eine Vorstellung habe oder ein Ziel habe, dass ich da möchte, jetzt möchte ich dahin oder so, irgendwo ankommen. Nein. Genau genommen sagt man ja auch, das gibt kein Ankommen, weil alles schon da ist. Das habe ich früher nie verstehen können. Aber heute weiß ich, was damit gemeint ist. Das Ankommen heißt, die Stille, die ist doch überall, die ist überall. Nur wenn wir so denken und unsere Gedanken haben, unsere Probleme haben, dass wir denken über das Leben, wie es ist oder wie es sein sollte und dass wir uns dann bemühen, so da wieder rauszukommen, das verhindert diese Erfahrung von der Stille. Und in den 20 Minuten oder später, jetzt meditiere ich über eine Stunde oder so, und mit dem TMCD-Programm, da merke ich kein Tun. Einfach sein. Und dann spürt man automatisch, dass man still wird. Und der Geist kann das, oder der will das ja, der will ja eigentlich seine eigene Natur wieder haben. Der hat seine eigene Natur. Wir haben ihm, unserem Geist, die eigene Natur genommen, indem wir uns gegen die Natur verhalten haben. Die Natur heißt eigentlich, wir müssen gar nichts machen. Wir müssen einfach nur einfach immer gut in dem Fluss sein. Im Fluss der Evolution kommt gerade ein Traktor. Eine kleine Lärmkulisse in der Stille. Und wenn wir das alles zulassen, was die Natur will, dass wir in der Evolution sind, dann machen wir nichts. Das ist einfach der Fluss der Evolution, wo wir sehen, dass Aktion, dass Reaktion, dass der Fluss der Reaktion, der Fluss der Evolution, kommt jetzt gerade Leute, ist dann so, guten Morgen, dass wir indem wir Ja sagen zu dem Fluss der Evolution, dann geht der Weg genau dahin, wohin nur hingehen kann. Das ist genauso, wenn wir uns hinsetzen, meditieren und die Meditation erfahren, oder in der Meditation erfahren, guten Morgen, dass der Geist in so einem Schwebezustand ist. Der kommt in den Schwebezustand, weil das Mantra keine Bedeutung hat. Er ist nicht ausgerichtet auf ein Ziel, sondern ist so ein Schwebezustand. Und der kann der, ohne dass wir wissen, wohin, der kann sich denn dahin bewegen, wo er seiner Natur entsprechend sich hinbewegen möchte. Wir sind einfach ganz passiv dabei, weil die geringste, deshalb, ich muss nochmal betonen, die geringste Anstrengung, das geringste Bemühen zu transzendieren oder die Welt der Formen zu verlassen, zu transzendieren in die Unendlichkeit, in die Zeitlosigkeit, das geringste
Anstrengung, sage ich mal, oder Konzentration, das führt dann dazu, dass wir den Geist wieder an der Oberfläche festhalten. Ich setze mich mal gleich hier auf die Bank und haben wir wieder ein besseres Licht. Und wenn wir den Geist an der Oberfläche festhalten, dann ist es nicht möglich, dass der Geist verschmilzt. Unser kleiner Geist, der sich also mit der Welt der Erfahrungen und der Welt der Objekte identifiziert, dann ist es nicht möglich, dass der Geist, unser Geist, in diese Unendlichkeit der Transzendenz eintauchen kann. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Deshalb erwähne ich das jetzt auch noch mal ganz deutlich, weil bei all diesen Diskussionen auf Facebook, im Freundeskreis und überall erfahre ich immer wieder, bei all den Leuten, die so um mich herum sind, die auch ihren spirituellen Weg gehen, da spüre ich immer wieder, dass gerade diese Unschuld, so diese Unschuldigkeit wie ein kleines Kind, das gar nicht weiß, so, wo es richtig lang geht, aber trotzdem sich von der Evolution, von dieser Natürlichkeit, von dieser Einfachheit treiben lässt und macht einfach. Und das macht so das Herz so auf, zu sehen, wie Kinder sind und spielen, weil die so ganz ohne Konzentration sind, ohne Anstrengung. Und das ist genauso, wenn man jetzt die transzendentale Meditation praktiziert. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was man erstmal lernen muss oder wo man jeden daran erinnern muss, dass wir nichts tun müssen, um das Ziel, sagen wir, man kann ja ruhig sagen, das Ziel Erleuchtung erreichen will oder das Ziel zu erwachen oder das Ziel Erfolg im Leben zu haben. Und darum geht es ja in erster Linie auch zu betrachten, dass wenn ich eintauche, was ich auch beschrieben habe, jetzt wenn man jetzt hier den Fender raufgeht oder wenn du deinen Fender besteigst, so, nicht Fender heißt deine Aufgabe erfüllst, so dein Leben bestreitest, den Unterhalt für die Familie verdienst, all diese Dinge, die uns alle fordern und wo wir auch oft bis an die Grenzen kommen. Und jetzt zu verstehen, all diese Aufgaben, alles was ist, geschehen lassen, ohne Anstrengung, ohne Konzentration, ohne ich will, ich muss. Aber da wir das nicht so können, weil wir so programmiert sind durch unsere Erziehung, durch unsere Schule, durch Universitäten, überall, Berufsausbildung und weiterführende Schulen, alles überall, wird immer Bedeutung darauf gelegt, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, sein Ziel anzusteuern, Erfolg zu haben. Sonst, wenn man das nicht macht, dann wird man nicht genug verdienen, dann kann man nicht reich werden und all diese Dinge. Das ist alles so Konzepte, die seit vielen Generationen entstanden sind. Und auch das Leiden, nicht, was auch oftmals reingebracht, ja, Leiden ist auch, gehört zum Leben dazu. Nicht, wir müssen leiden, so nicht, um dann wieder vielleicht was zu lernen. Nein, auch das, was auch in der Religion oft verbreitet sind, Jesus hat gelitten und er hat für uns gelitten und all diese Sachen, das ist nicht wirklich evolutionär. Evolutionär ist immer, evolutionär heißt auch so, das ist der Wille Gottes, der sich durch seine Naturgesetze, durch Sattva, Rajas, Tamas oder durch aufbauende Kräfte, durch Kräfte, die, oder entstehende Kräfte, denn Kräfte, die das Entstandene aufrechterhalten und wieder Kräfte, die das auch wieder zerstören, damit was Neues entstehen kann. Ich wird ja auch dargestellt mit Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma der Schöpfer, Vishnu der Erhalter und Shiva der Zerstörer.
Und das sehen wir überall in unserem Leben, nicht? Und darauf beruht eigentlich das Leben, auf die Naturgesetze. Aber die Naturgesetze, wenn wir im Fluss mit den Naturgesetzen sind, ganz wichtig, dann kriegen wir keine Bauchschmerzen. Dann kriegen wir keinen Krebs. Dann gibt es kein Virus für uns. Dann gibt es keine Angst für uns. Angst und all diese Sachen, so Bauchschmerzen, Krebs, Zucker, was viele Leute haben heute und immer mehr werden, das ist nur ein Ausdruck dafür, weil wir uns von dem Fluss des Lebens entfernt haben. Weil wir nicht mehr im Einklang mit den Naturgesetzen leben. Und solange das der Fall ist, werden wir Bauchschmerzen haben, wird es uns nicht gut gehen. Und die beste Übung, ich möchte mal erwähnen, wie ich das mit der transzendentalen Meditation erfahre und die ganze Zeit erfahren habe, das ist so eine tolle Übung. Übung so, sagen wir, indem man morgens und abends regelmäßig meditiert. Und wenn man aber dann feststellt, dass die Stille, die wir in der Meditation erfahren, dass die Transzendenz, die wir in der Meditation erfahren, dass sie uns nicht wieder verloren geht, dann ist das keine Übung mehr, dann ist das ein Seinszustand, dann ist das ein neues Leben in der Stille. Und das ist großartig, das zu verstehen. Und noch viel großartiger, wenn wir das praktizieren, dass wir diese Zeit morgens und abends, diese paar Minuten haben, um zu sehen, wie das Leben sein kann. Weil das ist so eine, deshalb sage ich auch mal Übung oder ja, oder so ein kurzer Bereich der Erfahrung, wo man sehen kann, wie ist das eigentlich, wenn ich mal gar nichts mache. Keine Konzentration, keine Kontemplation, keine Bemühen, keine Zielvorstellung. Einfach da sein und nichts tun. Gar nichts machen. Und trotzdem erfahren dann, dass gerade durch dieses Nichtstun alles erreicht wird. Durch alle Aufgaben in Erfüllung gehen. Weil die Natur, die Evolution, die ist so. Alles geschieht immer durch Aktion und Reaktion. Und du, das wirst du, wenn wir es wirklich erfahren, wenn wir im Sein gegründet sind, wenn wir in dieser Stille gefestigt sind, dann erfahren wir das, boah, ich bin nicht der Handelnde. Ich mache ja gar nichts. Und trotzdem geht das Leben viel, viel besser, interessanter und schöner weiter. Und die Erfolge, vorher waren es immer so kleine Erfolge, hier ein bisschen Erfolg und da ein bisschen Erfolg und da ein bisschen Schönheit und hier ein bisschen Schönheit, hier ein bisschen Liebe und hier ein bisschen Freude. Und jetzt erfahren wir mit der Realisierung der Stille in uns, dass alles viel, viel mehr wird. Dass wir alles viel, viel mehr genießen. Dass wir die Erfüllung, die wir immer im Äußeren gesucht haben, dass sie gar nicht im Äußeren ist. Wir erfahren einfach mehr und mehr, dass alles in uns selbst ist. Und alles, was wir im Äußeren sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, dass alles ein Ausdruck von mir selbst ist. Da ist nichts eigentlich im Äußeren, was eigentlich wirkliche Freude hervorruft, was wirkliche Glückseligkeit hervorruft, weil alles ist in mir. Das ist so ein bisschen Umdenken und so, das mal von einer anderen Seite zu sehen, wo das Leben ist, wo die Erfüllung ist. Das heißt nicht, dass wir etwas ausklammern müssen in unserem Leben. Ganz im Gegenteil. Gerade